Muy queridos legionarios de Cristo, liebe Legionäre Christi, liebe Mitglieder der Bewegung Regnum Christi, für mich ist Paul VI. Der Papst meiner Berufung, denn als ich als Jugendlicher im Regnum Christi war, habe ich seine Reden gelesen und darin den Sinn gefunden, mein Leben ganz Gott zu schenken. Ich habe erkannt, wie wertvoll die Hingabe meines Lebens an Gott war, als er mich rief, mich ihm ganz zu schenken. Deshalb möchte ich Sie in dieser Gelegenheit einladen, Gott für die Nähe von Paul VI. Und für die Nähe der anderen Päpste zur Legion und zum Regnum Christi zu danken. Im Papst haben wir immer das sichere Wort, den festen Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist. Heute bitte ich Sie um Gebet, damit Paul VI., der schon auf Erden ein Fürsprecher war, auch im Himmel ein Fürsprecher sei in diesem Prozess, den wir für die Föderation des Regnum Christi durchlaufen, damit wir mit den Statuten des Regnum Christi vorankommen und vor allem, damit wir in unserem apostolischen Eifer erneuert werden. Papst Paul VI., der Papst des Schreibens Evangelii Nuntiandi, lädt uns ein, aus uns selbst herauszugehen, aus unserer Bequemlichkeit, um allen Menschen, die Christus nicht kennen, das Evangelium zu bringen und um diejenigen, die ihn schon kennen, mit einzubinden. Ich bitte Sie auch, für die anstehende Generalversammlung des Regnum Christi zu beten, für die Generalkapitel und Versammlungen der einzelnen Zweige des Regnum Christi, damit Gott uns durch den Heiligen Geist leite und schütze. Hier habe ich den Pileolus, den Papst Paul VI. Nutzte. Er ist ein Geschenk von Pater Pasquale Macchi, seinem Privatsekretär, an unser Kolleg Johannes Paul II., unser Priesterkolleg. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre tägliche Hingabe in Ihren Apostolaten, denn durch diese tägliche Hingabe im Apostolat helfen wir Christus, im Herzen der Gläubigen gegenwärtig zu sein und die Welt mit seiner Lehre zu verwandeln.